Hallo, liebe Eltern da draußen und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuhwidu und unseres kleinen Kanals. Wie ich schon auch mal erwähnt habe, werden wir uns in loser Reihenfolge immer mal Kundenanfragen mit widmen. Und dieses Mal wäre es, ob ich die Schuhgröße am Alter festmachen kann oder ob ich am Alter die Schuhgröße festmachen kann. Das sind so die Fragen, auf die wir jetzt Ich versuche danach einzugehen, um da ein bisschen Licht in das Dunkel hineinzubringen. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Hallo, liebe Interessierte des Schuhwidu Kinderschuhkanals. Wie schon eingangs erwähnt, möchte ich mich diesmal dem Thema widmen, ob man denn die Schuhgröße am Alter festmachen kann oder genauso gut auch andersrum, weil wir in der Vergangenheit das sehr oft hier im Geschäft und auch per E-Mail die Anfrage hatte, ob man denn nicht bezüglich auf unserer Schuhprobiertüte jetzt einfach mal was zusammenstellen könnte für ein Kind, was das und das Alter hätte oder was die und die Schuhgröße betreffen würde. Nun wissen wir ja als Fachleute, dass also eine genannte Zahl nicht immer die richtige Größe darstellt. Ja? Das bedeutet ja, wir haben ja unterschiedliche Angaben. Zum einen ist es die Fußgröße, ist es die Schuhgröße, was ist es jetzt ganz genau? Und uns interessieren natürlich, wenn so ein Bedarf da ist, Sie also ins Geschäft kommen oder eine Anfrage per Mail oder per Telefon stellen, dass wir jetzt die aktuellen Daten haben. Das heißt, uns interessiert jetzt nicht die momentan getragene Größe, weil wir wissen jetzt zum Beispiel gar nicht, wie lange trägt das Kind schon diesen Schuh. Ist es der erste Schuh? Ist es der zweite Schuh? Ist es ein Folgeschuh? Wie auch immer. Seit wann wird er getragen? Wie lange ist er schon im Gebrauch? Wurde er schon mal? Ist es ein gebrauchter Schuh? Das sind alles solche Fragen, die damit einfließen würden. Und demzufolge muss ich immer sagen, ist das immer gar nicht so einfach. Zumal wir auch hier wieder im Verkauf immer wieder mit feststellen, dass auch Kinder oder Eltern mit Kindern, die den Erstschuh benötigen, uns ja gleich netterweise die Schuhgröße präsentieren möchten. Dann wird immer darauf verwiesen, dass man ja doch zu Hause das Kind nachgemessen hat, sei es jetzt mit so einer Schablone, die jetzt hier zum Beispiel Superfit auf einen Kartondeckel aufgetragen hat, oder dass es eine Schablone ist, die man beim Discounter erworben hat, wo also die Größen aufgedruckt sind und wo man daraus hin was ableiten kann. Jetzt, liebe Eltern, müsst ihr wirklich tapfer sein, weil das, was hier drauf sitzt, steht auch hier bei Superfit steht es auch ganz genau drauf. Das ist eine Fußmesstabelle. Das, was ihr bekommt als Plastikschale, ist auch eine Fußmessschale. Das, was sie dort messen, ist also reinweg die Fußgröße, hat also nichts mit der Schuhgröße zu tun, die sie dann später für das Kind benötigen würden. Und das ist dann immer so dieser Moment, wo dann Eltern immer erstmal schlucken, wenn wir das anhand der Innensohle zeigen. Na? Also ich sage jetzt mal hier zum Beispiel, dieser Kandidat mit diesem Fuß hätte jetzt zum Beispiel hier eine Fußgröße. Wir kommen gerade so an die 21, wir sind so gerade an der 20. Ich kann es auch hier nochmal mit reinschieben oder beziehungsweise wir machen ja dann sicherlich noch ein Foto dazu. Das ist also jetzt Schuhgröße, Fußgröße 20. Das hat jetzt noch nichts mit der Größe zu tun, mit dem der kleine Kerl, dem der Fuß jetzt hier gehören würde, aus dem Laden geht. Und das ist auch immer wieder das, wenn Mamis kommen und einen Schuh kaufen wollen und haben das Kind jetzt nicht dabei, dann kann ich das auch immer nicht so festmachen, weil die Mami geht mit dem Umriss dieses Fußes, geht sie einkaufen. So, das wäre dann jetzt hier dieser Kandidat. Wir haben gemessen eine 20 und mein B-Lifestyle wäre das sozusagen eine 21, die ich bräuchte. Nun sieht das immer für den Laien immer ziemlich groß aus, aber man brauche hier vorneweg immer diesen Freiraum von mindestens 9 bis 12 mm. Und dann kommt es natürlich auch immer noch mit drauf an, wie läuft das Kind? Läuft es schon alleine? Wie ist der Gang? Wie setzt es den Fuß auf? Und so weiter und so fort.
dessen ungeachtet, wie gesagt, man kann es nicht am Alter festmachen, weil wir hatten jetzt zum Beispiel, auch bedingt natürlich durch den Sommer, da lässt man ja die Kinder besonders lange immer barfuß laufen. Also wir hatten Laufanfänger mit 15 Monate und der hat angefangen mit der Größe 23. Wobei man jetzt, wir wissen natürlich, dass der Durchschnittsanfängerschuh in der Größe 21 verkauft wird. Und damit sieht man schon mal, dass also jetzt die Größe 18, 19 und auch die 20 jetzt sehr stark ins Hintertreffen gekommen sind. Und ich möchte das einfach mal nutzen, damit Eltern, die das sich anschauen, vielleicht doch mal überlegen, habe ich jetzt die richtige Schuhgröße gekauft? Weil ganz einfach, wenn ich nur mit dem Abbild des Kinderfußes losgehe und mir vielleicht keine Schablone gemacht habe, kaufe ich den Schuh unter Garantie zu klein. Weil dann sehe ich das, dann vergleiche ich das und dann nehme ich sozusagen immer die kleinere Größe als die passendere Größe, weil es mir in dem Falle gar nicht einfällt, den Freiraum braucht ja der Fuß, weil das Auge zieht ja diesen Freiraum gar nicht ab. Eine ganz beliebte Methode ist ja zum Beispiel auch noch dann dieses hier, dieses unten dran halten. Ganz toll, weil das sagt gar nichts drüber aus. Weil sobald ich den Fuß hochhebe, ist er ohne Belastung. Wir brauchen allerdings Schuhe immer zum Laufen, zum Stehen, zum Klettern, zum Rumräubern, zum Tanzen, zum Springen. Das machen wir immer in einer aufrechten Körperposition. Das heißt, da liegt nochmal Gewicht mit drauf. Auch etwas, was immer vergessen wird, wenn das Kind oben sitzt und ich sozusagen dort die Schuhgröße überprüfen will. Sehen wir leider immer noch sehr häufig. Es ist einfach irgendwie im Blut der Mamis und Papis mit drinne. Aber dessen sind wir ja firm genug. Wir können ja sagen oder wir weisen auch darauf hin, dass diese Art der Überprüfung halt falsch ist. Und ich sag mal, dieses Recht möchte man uns vielleicht auch mal zugestehen, weil wir sind ja die Kinderschuhtanten. Und wir wissen ja, wie es richtig geht. Also in diesem Falle, immer wenn ihr ohne Kind einkaufen geht oder überhaupt erstmal den ersten Schuh braucht, Fußdaten sind extrem wichtig. Und dann erklärt das bitte auch ordentlich dem Verkaufspersonal, damit man immer weiß, womit man anfängt. Natürlich ist es sowieso immer zwingenderweise notwendig, so wäre es für mich auch immer das A und O, dass man mit Kind erscheint. Und demzufolge kann die Verkäuferin dort gleich schon mal ein Statement abgeben, hat mein Kind einen breiten Fuß, hat es einen mittleren Fuß, hat es einen schlanken Fuß. Weil danach werden ja dann praktisch die Schuhe ausgesucht. In diesem Sinne, ich hoffe doch, ich konnte euch wieder mal weiterhelfen und habe dazu beigetragen, dass vielleicht doch der eine oder andere wieder mal den Gang ins Schuhgeschäft macht seines Vertrauens und dort vielleicht mal die Kinderfüße samt der Schuhe überprüfen lässt. Das wäre doch meine Maßnahme. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen.